Prinz Harry wurde dafür kritisiert, dass er glaubte, er könne seine königlichen Pflichten wieder aufnehmen, während König Charles sich von einer Krebserkrankung erholt. Prinz Harry wurde heftig kritisiert, weil er glaubte, er könne nach seinem Ausscheiden aus der Familie und ihren Pflichten im Jahr 2020 einfach wieder ins königliche Leben zurückkehren. Berichten zufolge möchte er seine Rolle innerhalb der königlichen Familie wieder aufnehmen, während sein Vater, König Charles, und seine Schwägerin, Prinzessin Kate, aufgrund ihrer jeweiligen gesundheitlichen Probleme außer Gefecht sind. Der Buckingham Palace hat die Behauptungen jedoch widerlegt. Die königliche Biografin Ingrid Seward kritisierte Harry im Anschluss an diese Berichte, in denen behauptet wurde, er wolle unbedingt nach Großbritannien zurückkehren, um seine königlichen Pflichten wahrzunehmen. Im Gespräch mit GBN America sagte Seward, dass er den Schaden, den er der königlichen Familie zugefügt habe, eindeutig nicht verstehe und dass er sich dessen hätte bewusst sein müssen, bevor er zurückkommen wollte. Sie sagte, Harry hätte eigentlich vorsichtiger sein sollen, was er sagte, aber er glaubt wahrscheinlich, dass er wieder reingehen könnte, aber das konnte er ganz sicher nicht.